Das Team um Skipper Mark Richards erreichte am Mittwoch nach einem Tag 8 Stunden 48 Minuten und 50 Sekunden den Zielhafen in der Hauptstadt Tasmaniens und unterbot den 12 Monate alten Bestwert um knapp 5 Stunden. Dennoch stand hinter dem Rennausgang ein Fragezeichen. Das zweitplatzierte Team der LDV Comanche legte Einspruch gegen Wertung ein, da es kurz nach dem Start vor Sydney beinahe zur Kollision mit der Wild Oats gekommen war. Punkt, 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 Punkt. Eine internationale Jury wird den Protest nach einer Anhörung voraussichtlich am Donnerstag bewerten. Angesichts von nur rund 26 Minuten Vorsprung könnte eine mögliche Zeitstrafe Wild Oats nachträglich den Sieg kosten. Ich denke, das war eine total normale Situation, sagte Wild Oats Skipper Richards, wir haben genau das getan, was wir tun mussten. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wenn Gegner Protest einlegen wollen, dann ist das deren Sache. Zunächst war seinem Team ein starkes Comeback nach dem enttäuschenden vergangenen Jahr gelungen, als Wild Oats aufgrund eines Kielschadens hatte aufgeben müssen und Perpetual Loyal den Sydney Hobart-Sieg errang. Das günstige Wetter hatte nun schon vor dem Start einen erneuten Rekord durch eine der vier teilnehmenden Supermaxi-Yachten wahrscheinlich wirken lassen. Wild Oats unterbot ihn aber überraschend deutlich. Die seit 1945 traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnende Regatta erstreckt sich über 628 Seemeilen, rund 1163 Kilometer, und zählt zu den schwierigsten Hochseerennen der Welt. Bei der Premiere vor 72 Jahren benötigte britische Siegerjacht Rani noch mehr als 6 Tage, 1975 wurde erstmals 3 Tage Marke unterboten, 1999 schaffte es schließlich erstmals ein Team in weniger als 2 Tagen.